Verkehrsunfall mit Personenschaden im Oberbergischen Reichshof. Heute befuhr um 15.26 Uhr ein 66-jähriger Rostocker mit seinem Pkw die Ausfahrt an der Anschlussstelle Pochwerk in Richtung Eckenhagener Straße. An der Einmündung beabsichtigte der 66-Jährige anzuhalten. Jedoch verwechselte er vermutlich Gas- und Bremspedal und beschleunigte daher den Pkw. Der Pkw querte die Einmündung und fuhr über die Leitplanke der Eckenhagener Straße. Anschließend kam der Pkw hinter der Leitplanke auf dem Dach zum Liegen. Dabei verletzte sich der 66-Jährige und seine 65-jährige Beifahrerin leicht. Am Pkw entstand mittlerer Sachschaden.